In diesem Video zeige ich dir, wie du das neue kostenlose PlayStation Plus Sonderpaket bekommen kannst. Ich wünsche dir jetzt aber erstmal ganz viel Spaß mit diesem Video. Lass mir gerne noch ein kostenloses Abo da, falls du neu bist auf diesem Kanal. Ansonsten sehen wir uns dann nach dem Intro wieder. Ja, ihr habt richtig gehört, es ist endlich soweit, das PlayStation Plus Sonderpaket steht vor der Tür und das Ganze wird kostenlos sein, jedenfalls nur für die Leute, die auch PlayStation Plus Mitglied sind. Das muss man vorweg natürlich ganz klar sagen, weil nicht, dass ihr jetzt denkt, ihr bekommt das Ganze kostenlos, sondern es wird kostenlos sein, aber nur für die Leute, die auch ein PlayStation Plus Mitglied sind. Und ihr könnt mir gerne mal vorweg in die Kommentare reinschreiben, wie ihr dieses Pack findet. Also von einer Bewertung von 1 bis 10 könnt ihr mir gerne mal eure Meinung dazu abgeben. Ich finde es auf jeden Fall richtig cool. Ich muss allerdings sagen, ich finde es etwas schade gegenüber den Leuten, die jetzt auf der Xbox spielen, die auf dem PC spielen, die halt eben kein PlayStation Plus Mitglied sind. Die bekommen das halt eben nicht, die können das nicht bekommen und das finde ich irgendwie für die Leute ein bisschen schade. Aber da halt Epic Games in Kooperation mit Sony steht und die anscheinend ein ganz gutes Verhältnis haben, kommt da halt eben dementsprechend auch extrem viel in letzter Zeit. Also schreibt mir mal ganz gerne eure Meinung dazu in die Kommentare rein und dann gucken wir jetzt einfach mal, was denn dieses Paket eigentlich so beinhaltet. Einmal bekommen wir einen Hängegleiter namens Clubski. Der sieht auch aus wie ein kleiner Clubski. Ich werde euch jetzt hier das Ganze nochmal in groß einblenden, damit man es nochmal etwas besser erkennen kann. Ihr wisst ja bereits, ich mag diese Art und Weise von diesen Hängegleitern generell nicht so gerne. Weiß ich nicht, ich finde das irgendwie unmodern, ich finde es nicht schön, ist nicht mein Geschmack, aber ist auf jeden Fall in diesem Pack enthalten. Als nächstes wird es eine Spitzhacke geben namens Erntekontrolle und ich finde den Namen jetzt schon irgendwie extrem lustig. Also bei den Namen haben die sich diesmal echt einiges einfallen lassen. Also ich finde den Namen irgendwie besser als das Item dann selbst, weil auch die Spitzhacke finde ich nicht so wirklich cool. Ist ein bisschen besser vielleicht als der Hängegleiter, aber ganz so mein Geschmack ist es trotzdem nicht. Und als letztes gibt es in diesem Pack eine Flugspur und diese Flugspur, die feiere ich persönlich richtig. Das ist so das Beste an diesem Pack. Also ihr könnt mir gerne auch da mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr so an diesem Pack persönlich am besten findet. Also wenn, dann würde ich mir dieses Paket wirklich nur wegen der Flugspur holen. Aber dazu muss ich ja, wie ich am Anfang schon erwähnt habe, PlayStation Plus Mitglied sein. Aber ich werde mir jetzt das Paket nicht holen, nur wegen der Flugspur. Ich finde die Flugspur zwar geil, aber das Geld ist mir da ein bisschen zu schade. Wenn ihr also ein PlayStation Plus Mitglied seid und euch das Sonderpaket holen wollt, dann geht ihr einfach unten in die Videobeschreibung auf den Link und geht dann auf den Einkaufswagen und dann befolgt ihr einfach die Schritte, die dann hier aufgelistet sind. Sollte alles verständlich sein. Wenn es da noch irgendwelche Probleme geben sollte, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare rein. Dann kann ich euch da gerne auch nochmal weiterhelfen. Ansonsten hier nochmal der Hinweis, es ist ein exklusives Produkt. Das heißt, ich sag's jetzt wirklich das letzte Mal, ihr müsst PlayStation Plus Mitglied sein. So, das soll es jetzt gewesen sein. Lasst mir gerne noch ein Däumchen nach oben da, wenn es euch weitergeholfen hat. Ansonsten sehen wir uns dann einfach wieder im nächsten Livestream oder im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und auf Wiedersehen. Ciao.